Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der nächsten Folge des Podcasts War was? Verbraucherbildung für die Ohren aus dem Netzwerk Verbraucherbildung Bayern. Zusammen mit meiner Kollegin Frau Warnke. Frau Warnke, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, ich freue mich auch, Herr Wassing. Wir sind jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, das dritte Mal wirklich ein sachlich-fachlicher Podcast. Das erste Mal war ja die Vorstellungsrunde und wieder mit sehr, sehr spannenden Gästen, wie ich finde. Heute mal zwei Frauen, also Sie sind recht allein auf weiter Flur als Mann. Ja, aber noch fürchte ich mich nicht. Ich bin umso mehr gespannt und freue mich jetzt auch gleich, zwei Gäste zu begrüßen. Ich beginne mal mit Frau Schöndorf, sind mit dabei als ja, Bankkraftfrau, Diplom-Soziologin, Senior Human Resource Manager. Ich stelle Sie gleich nochmal vor. Erstmal ein herzliches Willkommen an Sie. Ja, vielen Dank, Herr Wassing. Vielen Dank, dass ich hier sein darf in dieser spannenden Runde. Ich freue mich sehr. Wunderbar. Und wir beginnen aber mit einem ganz besonderen Gast und ich übergebe Ihnen das Wort, Frau Warnke, gleich. Ja, vielen Dank, Herr Wassing. Wir begrüßen heute Helma Sick. Ich freue mich sehr, liebe Frau Sick, dass das geklappt hat, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ich glaube, man darf Sie mit Fug und Recht als die Grande Dame der Frauenfinanzen bezeichnen. Sie sind Referentin, Sie sind Autorin, Sie sind Kolumnistin. Wir selber haben uns kennengelernt über Ihre Brigitte-Kolumne. Ich habe Sie schon live erlebt und bin immer noch absolut begeistert, was Sie alles auf die Beine stellen. Dass Sie einfach brennen für Ihr Thema, dass Sie nicht sagen, ich könnte jetzt ja in Rente gehen, sondern einfach immer weitermachen. Also Respekt. Drei Fragen haben wir immer an unsere Gäste. Wir haben uns ein bisschen vorbesprochen. Meine erste Frage wäre, wie kamen Sie überhaupt dazu, sich mit dem Thema Frauen und Geld zu befassen? Ich habe schon in früher Jugend, ich bin in einem kleinen Ort in Niederbayern aufgewachsen, war immer schon relativ wach und habe da schon oft Frauen erlebt, die ziemlich unglücklich in ihren Ehen waren, aber überhaupt keine Chance hatten, sich zu trennen, etwas anderes zu machen. Auch bei meiner eigenen Mutter, bei meiner Tante, die mit einem Alkoholiker verheiratet war, Bäuerin, der mindestens einmal pro Woche sie grün und blau geschlagen hat, wenn er betrunken nach Hause kam. Dann hat sie im Stall geschlafen und ging dann wieder zu ihm zurück. Und mit 16, glaube ich, habe ich sie mal gefragt, warum gehst du immer wieder zu diesem schrecklichen Mann zurück? Und da weinte sie ganz bitterlich und sagte, und da setzte sich schon was in meinem Kopf fest, ich habe nichts, ich habe kein Geld, ich habe keinen Beruf, ich muss bei ihm bleiben. Und tatsächlich, und das fand ich einfach grauslich, fing ihr Leben wirklich erst an, schön zu werden, als er gestorben war. Und das sollte doch keine Aussicht sein für eine Ehe. Dann im weiteren Lebensverlauf natürlich im weiteren Bekanntenkreis immer wieder Frauen, die verarmt waren nach einer Scheidung und solche Dinge. Dann massiv habe ich es erlebt, als ich in den Ende der 70er Jahre kaufmännische Geschäftsführerin im Haus für misshandelte Frauen hier in München war und gesehen habe, dass die Frauen nicht nur ganz klar schwer misshandelt waren, aber ich habe auch zudem noch gesehen, dass fast alle kein eigenes Geld hatten und sich ein selbstfinanziertes, eigenständig, eigensbestimmtes Leben gar nicht vorstellen konnten. Und da hat es dann wirklich endgültig geklickt und ich habe dann in der Elternzeit, in der ich war, mich massiv vorbereitet auf die Selbstständigkeit. Ich wollte gerne selbstständig werden, komme aus einem Geschäftshaushalt und habe dann mich 1987 als eine der ersten in Deutschland mit einer Finanzberatung für Frauen speziell selbstständig gemacht. Und das hat sofort wie eine Bombe eingeschlagen. Und bis heute, ich bekomme täglich zwei, drei Einladungen zu Vorträgen, bin jetzt schon wieder ausgebucht bis Juni. Also das ist ein Thema und da kann ich viel dazu sagen, weil ich mich intensiv und nach 30 Jahren Beratung von Frauen wirklich in Frauenleben und Frauensituationen auskenne. Es hat sich ja, so wie ich es in meinem Beruf feststelle, leider noch nicht wirklich etwas geändert, oder? Das Ja. Thema ist immer noch aktuell, muss man sagen, Es ja. hat sich was verändert und zwar, dass Frauen heute anders als früher fast alle eine Ausbildung haben oder ein Studium sogar und deshalb in der Lage sind, selbst Geld zu verdienen. Was mir aber wirklich große Probleme macht, und das ist seit einigen Jahren zu beobachten und das sagen mir alle, die beruflich mit Frauen zu tun haben, als Unternehmerinnen beispielsweise,
oder auch Universitätsprofessorin. Ich werde sehr viel zu Vorträgen an Universitäten, Hochschulen eingeladen, die sagen, es gibt wieder eine ganze Reihe von gut ausgebildeten Frauen, überwiegend Akademikerinnen, die sich ganz auf die Familie zurückziehen, gar nicht mehr in den Beruf zurückkehren oder nur mit kleiner Teilzeit und nicht bedenken, was das später für sie heißt, sollte ihr Lebensmodell nicht aufgehen. Und in einer Situation verwandte, Sie wissen das als Anwältin, jede zweite Ehe in Großstädten scheitert, ja. Flächendeckend ist es jede dritte. Und da, ob mir das gefällt oder nicht, das ist ein Fakt. Und dann kann ich das nicht einfach ausblenden. Und ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ja, wollen Sie denn allen Frauen vorschlagen oder erwarten, dass alle berufstätig sind, sage ich, Sie können machen, was Sie möchten. Aber Sie müssen die Folgen kennen. Und wenn Sie die Folgen Ihres Handelns kennen und Ihrer Lebensplanung, dann handeln Sie ganz anders. Das ist meine Überzeugung und das ist meine lange Erfahrung in meinem Berufsleben. Und das ist kann mir bisher niemand genau sagen, was in den Köpfen dieser Frauen vorgeht. Einen Grund höre ich manchmal, ja, also die Wirtschaft, die Unternehmen, die sind so männlich geprägt und das macht keinen Spaß und ist sehr anstrengend. Da kann ich nur sagen, ja, das stimmt. Es ist, die Wirtschaft ist männlich geprägt. Aber die bleibt auch das in 100 Jahren noch, wenn wir Frauen uns nicht einmischen und mitmischen. Und das ist mein Ansatz, dass ich sage, liebe Frauen, es ist nicht immer einfach. Privilegierte geben ihre Privilegien nie selbst auf. Das hat die Geschichte gezeigt. Ja. Wir müssen mitmischen. Das ist richtig. Das sehe ich genauso wie Sie es beschreiben. Ich sage auch, jeder kann seinen Lebensstil führen. Er muss nur die Konsequenzen wissen. Ja. Er muss wissen, was er tut. Ja. Liebe Frau Sick, Sie haben einen Satz geprägt, der immer wieder zitiert wird. Das ist auch Titel eines Ihrer Bücher. Ein Mann ist keine Altersversorgung. Ja. Ja, das ist so prägnant, das ist einfach so, ich möchte es am liebsten bei jeder Scheidung, bei jeder Trennung zitieren, immer wieder dieses Überraschende, ach, ich kriege gar keinen Unterhalt, also dieses nicht um sich kümmern, ich glaube, das ist ein Thema, das uns insgesamt umtreibt, Sie wahrscheinlich genauso vorstellen darf, einfach gerade den Frauen mitzugeben, kümmert euch. Wenn ich jetzt ganz provokativ sage, ein Mann ist keine Altersversorgung, ja, warum denn nicht? Wenn ich gut heirate, bin ich doch versorgt. Ja, genau. Aber ich habe ja vorhin gesagt, dass man nun mal die Realität sehen muss. Jede dritte Ehe flächendeckend wird geschieden, jede zweite in Großstädten. Dann ist es doch einfach nur vernünftig, nicht jetzt gerade beim ersten Kennenlernen schon an der Trennung zu denken, um Himmels Willen, dann gibt es kein zweites Date mehr, wenn man da schon anfängt, damit ist klar. Aber bei einer Lebensplanung, die, das sagte mir eine berühmte Juristin, die Sie ganz sicher kennen, Dr. Lore Peschel-Gutzeit, die sagte mir, sie hat im Laufe ihres Lebens festgestellt, dass Männer eine Lebensplanung machen und Frauen im Grunde nicht. Sie handeln immer reaktiv. Also es wird ein Kind erwartet, also bleibt sie zu Hause, weil man das immer schon gemacht hat, statt mit dem Partner einfach zu reden und sagen, so, wir wollen beide ein Kind, jetzt kommt eins. Wie teilen wir uns die Elternzeit? Mein Wunsch wäre hälftig beide. Ja, das wäre ein moderner Ansatz. Kinder haben zwei Eltern, ein Vater und eine Mutter. Und es wäre gut für Kinder wie für die Eltern, wenn beide beteiligt werden. Mir geht es darum, dass Frauen nicht einfach zu Hause bleiben, weil man es immer so gemacht hat. Das sagen wir ja Frauen. Ja, wir haben da gar nicht diskutiert drüber. Das habe ich einfach gemacht. So. Und wir kennen die Situation. Der Lebensweg schaut dann häufig so aus. Elternzeit, dann kleine Teilzeit, die wird dann ausgedehnt nach einer Studie des Bundesfamilienministeriums, oft bis die Kinder erwachsen sind oder sogar bis zum Beginn der Rente. Wie es dann mit der eigenen Rente der Frau ausschaut. Ja, Sie wissen es, liebe Verwandte, die reicht nicht zum Leben. Richtig. Ja? Ja. Und nicht alle Männer haben ein Einkommen oder ein Vermögen, um zwei Haushalte super gut zu versorgen. Richtig. Also von dem einmal abgesehen, dass es für die eigene Wertigkeit, die eigene Würde etwas ganz anderes ist, wenn ich mein Leben selbst finanzieren kann. Und das möchte ich gern bei Frauen rüberbringen. Ja. Und mit meinen Vorträgen gelingt mir das meistens auch. Das denke ich auch. Und das hängt, glaube ich, auch noch an anderen Faktoren. Wir haben eine veränderte Familienpolitik.
Familienpolitik, ja, das Familienrecht hat sich sehr gewandelt seit vielen Jahren schon, was nicht bekannt ist. Was mich sehr ärgert, dass die Politik da nicht nachzieht. Es wird einerseits gesagt, nach der Scheidung, ihr müsst arbeiten, wie das gehen soll. Mit kleinen Kindern wird nicht gesagt, wir haben keine Betreuungseindringlinge. Das passt alles nicht zusammen. Und da denke ich, muss noch viel gemacht werden. Und wir müssen alle sehr laut schreien, dass sich etwas ändert. Ja. Was raten Sie Frauen? Worauf sollten Frauen achten? Also gerade in der Beziehung, wie soll ich etwas regeln? Ich selber, wenn ich das kurz einmal habe, gerade sehr viele Paare gut ausgebildet, wie Sie sagten, die sich schon dazu entschließen, die wirklich kommen und sagen, wir möchten einen vorsorgenden Ehevertrag, die wirklich bis ins Detail regeln, die sagen, eine gleiche Betreuung. Das erlebe ich in der letzten Zeit, gerade durch Corona, sehr positiv. Das ist ja wunderbar, wenn das so ist, ja. Aber in vielen Fällen ist es nicht so. Und es gibt eine Personengruppe, wo das ganz, ganz anders ist und die mir ganz große Sorgen macht, das sind die nicht-ehelichen Partnerschaften. Ja. Wo das immer dann, wenn beide arbeiten, ist es alles kein Problem. Beide verdienen, jeder kann sich selber versorgen. Aber in nicht-ehelichen Partnerschaften bleiben ja auch die Frauen zu Hause, wenn Kinder kommen, ohne lange zu überlegen. Aber diese Frauen haben überhaupt keine Absicherung. Ich habe Fälle erlebt, wo eine Frau mit einem sehr reichen Mann zusammenlebte, ihm den Haushalt führte, ein bisschen künstlerisch selber tätig war, kaum Geld verdiente. Und ich zu der Frau sagte, sie müssen mit ihrem Partner vereinbaren, dass er für sie Geld zur Rente anlegt, dass er ein Testament macht. Alles nicht passiert, dann ist der Mann gestorben und geerbt haben seine Verwandten, aber keinen Euro sie. Und dann stand sie da nach 55 Jahren. Das darf nicht passieren. Richtig. Das, was Sie sagen, Frau Wanke, das ist der springende Punkt. Sie wissen nicht Bescheid, dass ein Unterhaltsrecht, das 2008 reformiert wurde, heute in Frauenkreisen kaum bekannt ist. Das geht nicht. Wir Frauen sind nicht dümmer als Männer. Ja, ganz genau. Ja, also richtig. Wir sind nur uninformierter. Das ist das Problem. Ja, auch dazu. Da müssen wir sorgen dafür, dass dass das aktiviert wird, dieses, ich muss mich informieren, ich muss achten auf mich, ich muss schauen, wie mein Leben ausschaut. Genau. Das fängt für mich schon damit an, dass diese Broschüren, diese Informationsbroschüren, was ich immer sage, was heißt eigentlich in der Eheschließung, die liegen beim Amtsgericht aus, beim Familiengericht. Die müssten beim Standesamt übergeben werden. Ich habe gerade kurz vor unserem Gespräch noch mal kurz bei LinkedIn geguckt. Die Laura Gersch, kennen Sie vielleicht, ist die eine sehr junge CFO bei der Allianz, eine junge Frau, ganz aktiv. Die hat eine Statistik veröffentlicht von Charlotte Feldhoff aus dem Jahr 2021. Was kostet die Liebe? Also es war wirklich dieser Gap zu sehen. Was verdient ein Mann in seiner Karriere? Was die Frau, dieser Kinderknick, den Sie angesprochen haben? Ja. Liebe Frau Sick, ich denke, wir könnten noch stundenlang weitermachen, aber unsere Zeit ist begrenzt. Ja. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast sind und ich übergebe zurück an Sie, Herr Wassing. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch von mir für diese spannenden und auch aufrüttelnden Einblicke. Die nehme ich gerade auch als Mann nochmal an und wahr. Ich bin gespannt, wie wir das Gespräch jetzt weiterführen und ich bin guten Mutes, dass wir das gut können, weil wir haben einen zweiten Gast, Frau Marion Schöndorf hier. Sie sind Bankkauffrau, Diplom-Soziologin, Senior Human Resource Manager, ausgebildeter systemischer Coach und in unserem Netzwerk Verbraucherbildung Bayern anerkannte Trainerin für Finanzen und Versicherung, stehen für qualitativ hochwertige und Anbieter und produktneutrale Bildungsangebote. Ich habe sie auch selber schon erleben dürfen, in Action, vor gar nicht allzu langer Zeit. Wie würden Sie sich, ich habe jetzt nur einen Ausschnitt genannt, da haben wir noch viel mehr Seiten, aber würden Sie sich mit drei Adjektiven charakterisieren und vorstellen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Ja, ich glaube, ich würde mich beschreiben als sportlich. Also ich bin wirklich ein sehr aktiver und bewegungsfreudiger Mensch. Für mich ist auch Humor ganz wichtig. Also ich finde, man kann das Leben wirklich am besten immer mit einem Augenzwinkern nehmen, wie es kommt. Und ich lache auch sehr gerne. Und ich denke, man kann vielen Situationen doch immer auch irgendwie eine komische Seite abgewinnen. Das finde ich auch ganz wichtig, auch sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Und ich bin auch sehr vielseitig interessiert. Also ich finde so viele Dinge spannend. Da muss ich manchmal schauen, dass ich mich nicht zu sehr verfranse mit den ganzen Geschichten, die ich so machen möchte oder mache oder noch vorhab. Und arbeite mich auch gern in neue Themen ein. Und sobald ich das dann habe, möchte ich am liebsten gleich wieder was Neues. Also ich bin neugierig aufs Leben. Mhm.
ja, mit Humor nehmen. Das ist gut und wichtig. Jetzt war nur sehr, ja, gerade eben einiges eher humorfrei. Es war sehr Ernstes dabei, was ich finde sogar auch Aufrüttelndes gehört haben. Klang bei Ihnen, bei dem, was Sie hörten, auch Ihre Motivation für Ihre Verbraucherbildungstrainertätigkeit mit an? Oder was bewegt Sie da, wenn Sie das so von Frau Sick jetzt auch hören? Also das Interessante ist ja, dass ich gar nicht gezielt den Fokus auf Frauen als Klienten oder als Zielgruppe lege oder jetzt explizit Marketing dahingehend ausrichte. Meine Erfahrung aber doch gezeigt hat, dass Frauen eher dazu neigen, meine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun, dass generell auch das Thema Coaching etwas ist, dem sich vielleicht Frauen eher nähern möchten, weil es vielleicht aus der Sicht von Männern möglicherweise etwas damit zu tun hat, vielleicht eine Schwäche einzugestehen, so nach dem Motto, ich suche mir Rat, ich suche mir Hilfe und das gerade in einem Thema, was ja gemeinhin eigentlich als Männerdomäne gilt. Es ist ja schon leider oft so, auch historisch bedingt und da klingt ja auch das von Frau Sick mit hinein, dass oft auch der Finanzentscheider in Beziehungen oder in Familien leider traditionell dann auch oft der Mann ist und Frauen jetzt natürlich da auch einen großen Aufholbedarf haben, den sie zum Glück auch wahrnehmen. Aber vielleicht passt es nicht so ganz in das klassische männliche Selbstverständnis, dass man mit den eigenen Finanzen und dann auch gar noch mit den Emotionen, also das ist ja auch so ein Thema, dass man sich da mit jemandem dazu austauschen möchte. Nee, also dann schon lieber was Handfestes, dann doch lieber in eine Börsengruppe gehen, wo jeder erzählen kann, was er neulich wieder für tolle Gewinne gemacht hat. Das ist vielleicht dann eher was, wo sich Männer abgeholt fühlen. Und ich denke, dass sich da aber beide einfach noch ein bisschen mehr aneinander annähern können. Und wie gesagt, also Ausgangspunkt war tatsächlich jetzt nicht, Frauen in den Fokus zu stellen, aber naturgemäß suchen sie diese Angebote eher auf. Jetzt beschreiben Sie in Ihrem Angebot oder in Ihrer Coaching-Herangehensweise auch ganz bewusst so im Sinne von, was treibt an, was gibt Sinn, wie will man das Leben eigentlich führen? Wie gelingt Ihnen das denn, die Menschen, die so vorsichtig, ich vermute jetzt so vorsichtig auf Ihr Angebot zu kommen, da auch dafür zu gewinnen, da mal zu reflektieren? Und wie machen Sie das? Können Sie ein bisschen Einblicke geben in Ihr Coaching? Also mich hat tatsächlich auch die Coaching-Ausbildung darauf gebracht, den Fokus im Coaching auf das Finanzthema zu lenken, weil mir aufgefallen ist, also im Coaching arbeitet man ja sehr viel mit Fragen und es geht oft um Ziele und um Werte und um einen selbst, wo man hin möchte, wenn man vor einer Entscheidung zum Beispiel steht. Und ich habe den Eindruck, dass es im Umgang mit Geld, das hat ja auch immer ein bisschen mit Lebensplanung zu tun und auch mit der Art und Weise, wie ich mein Leben führen möchte, weil die ja auch oft mit unseren finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten gekoppelt ist, dass man da mit Coaching-Fragen sich dem recht gut nähern kann oder auch mit Coaching-Techniken, weil auch die Art und Weise, wie wir unser Geld verteilen im Leben, auch sehr viel mit unseren Werten zu tun hat oder im Idealfall unsere Werte, Prioritäten widerspiegelt. Jetzt sind Sie auch anerkannte Trainerin für Verbraucherbildung. Als Mitarbeiter der Koordinationsstelle für Verbraucherbildung bin ich natürlich auch neugierig, wie gelingt es in so Kursen? Also Sie haben jetzt die Coaching-Situation beschrieben, das ist ja ein Unterschied zwischen einem Zweiergespräch, wo man dann auch nochmal vertraulicher und persönlicher erzählen kann. Wie können Sie sich mit Ihrer Tätigkeit, Ihre Erfahrungen unter dem Bildungsgesichtspunkt für den Umgang mit Geld weiterzugeben? Also wie gelingt es in Kursen? Vielleicht können Sie uns Zuhörern und Zuhörern ein bisschen mitnehmen. Ja, in Kursen ist es natürlich eine andere Situation. Da kann man auch nicht so ganz individuell auf jeden der Teilnehmer eingehen. Es möchte sich vielleicht auch nicht jeder in so einem Plenum dann öffnen, weil Geld ist ja auch immer noch so ein Thema, über das man nicht gerne im öffentlichen Raum spricht. Deshalb tut es ja auch so gut, in einem Zweiersetting sich mal darüber auszutauschen. Aber in den Kursen, denke ich, können die Teilnehmer, unabhängig davon, ob Männer oder Frauen, in jedem Fall mitnehmen, mit welcher Art von Fragen in Bezug auf ihr Geld sie sich einfach
mal auseinandersetzen könnten, so als Anregung. Also ich möchte da einfach eine Inspiration auch mitgeben, Geld mal aus einem ganz anderen Blickwinkel anzuschauen, bestimmte Situationen vielleicht zu reflektieren, in denen man auch schon war und was einem bisher gar nicht aufgefallen ist, weil man dann halt einfach merkt, ja stimmt, da hat mein Gehirn mir doch schon wieder einen Streich gespielt oder ja, das kenne ich oder das habe ich neulich bei meinem Partner erlebt und das dann einfach wirklich mal anzuschauen und zu hinterfragen. Und parallel dazu möchte ich natürlich auch ein bisschen Vermittlung von Basiswissen betreiben, damit man, ich nenne das mal, finanzielle Mündigkeit erreicht. Also dass man es schaffen kann, unabhängig, ob man das jetzt bisher irgendwie schon als Grundlage hatte oder sich damit nie befasst hat, zu sagen, ja, ich kann Verantwortung für meine eigenen Finanzen übernehmen. Ich bin dazu in der Lage. Und da gehört es halt einfach dazu, dass man sich mit ein paar Dingen auseinandersetzt. Und dazu möchte ich den Grundstein legen und auch ein bisschen die Initialzündung. Ja, wunderbar. So gerade die finanzielle Mündigkeit könnte ich mir vorstellen, könnte ich jetzt über unsere beide Gäste, über Sie und auch Frau Sick stellen, wenn ich das so als Gemeinsamkeit mal identifizieren darf. Und das ist ja unser gemeinsames Anliegen, zu unterstützen, dass die Verantwortung in die eigenen Hände genommen wird. Auf unserer Website verbraucherbildung.bayern.de gibt es einen Veranstaltungskalender, wo eben diese qualitativ zertifizierten Verbraucherbildungsangebote auch zu finden sind, von den Stützpunkten für Verbraucherbildung angeboten, in den Regelfall von einer zertifizierten, also einer anerkannten Trainerin für Verbraucherbildung gehalten. Vielen Dank für diese Schlaglichter, für diese wegweisenden, auch motivierenden Schlaglichter, aber auch für die Ehrlichkeit und die Offenheit, jetzt auch an Sie, Frau Sick, da ganz klar zu beschreiben, wie Sie den Handlungsbedarf erlebt haben, wie Sie da auch aktiv geworden sind, wie man da immer, so höre ich, dicke Bretter nach wie vor bohren muss. Einige Ideen sind ja schon angeklungen, wo entsprechende Broschüren zur Familienrechtsreform gehören und wo die dann zu spät sind. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast War was, Verbraucherbildung für die Ohren, und bedanke mich bei Ihnen, Frau Sick, und bedanke mich bei Ihnen, Frau Schöndorf. Gerne, mir hat es Freude gemacht. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank auch von mir. Entschuldigung. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Also ich fand es super inspirierend, auch Sie, Frau Sick, zumindest online einfach mal kennenzulernen, weil Sie sind natürlich auch für mich ein totales Vorbild. Und ich habe Ihr Buch vor 2 Jahren, glaube ich, gelesen und muss ganz ehrlich sagen, es hat mir vielleicht gerade, weil ich unverheiratet bin, auch sowas von die Augen geöffnet, weil da, ne, so als jemand, der sich damit das gar nie so befasst hat, ja, weil ich bin eben unverheiratet und für mich ist ganz normal, für mich selbst zu sorgen. Bin zwar in einer Partnerschaft, aber eben nicht in diesem klassischen Konstrukt. Da dachte ich mir echt, wow, ja, also da sieht man das Ganze dann nochmal aus einer anderen Perspektive. Also wirklich tolles Werk, was Sie da geschaffen haben. Dann haben wir doch unser Ziel heute wieder erreicht, Herr Wassing, oder? Wir haben alle was gelernt. Und ich hoffe, die Zuhörer auch. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank nochmal allen. So ist es. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss.